Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Turing Test. Wir standen letztes Mal vor diesem Rätsel. Es ist ein extrem großes Rätsel, muss ich sagen. Und extrem kompliziert. Und ich muss gestehen, dass ich mir da ein bisschen Hilfe angeguckt habe, weil ich bin nicht darauf gekommen. Ehrlich gesagt, ich habe dieses kleine Zeichen hier komplett übersehen. Ich habe nicht mal gedacht, dass das zum Rätsel dazugehört, aber es tut es, das tut es. Wir müssen nämlich nicht alle füllen, sondern einfach nur diese hier. Und das war's. Theoretisch könnten wir das hier nicht passieren. Gut. Was passiert, wenn ich das da mache? Das geht wieder zu, okay. Das auch. Dann lassen wir es einfach hier. So, und weiter habe ich nicht geguckt. Weiter habe ich nicht geguckt, das heißt, ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt. Wäre aber interessant. So, wir gucken jetzt erstmal, was hier ist, weil wir können hier einfach durchgehen. Huch. Okay, hier ist auch nichts. Dann wollen wir doch mal schauen. So, hier geht's wieder hoch. Und wir sind ja immer noch in so einem Extra-Level. Aha. Also wir haben das oder das. Und das oder das und das oder das und das. Das heißt, wir müssen wieder nur jeweils in eins was reinfüllen. Ah, jetzt muss ich wieder zurücklatschen. Na super. Entschuldigung fürs Räuspern gerade. So, das dürfte ausreichen. Perfekt. Dann können wir das Rätsel lösen und hoffentlich weitermachen. So. Wunderbar. Zum Glück müssen wir nicht nochmal extra rumlatschen. Europa. Oha. Boolean Logic. Errungenschaft freigeschaltet. Hübsche Bilder. Huch. Wow. Ich weiß leider nicht, was das Wort Boolean bedeutet. Oder Boolean, ich weiß nicht mal, wie man das richtig ausspricht. Ja, schön. Europa 4561. And gradually she lost her fear. And he offered his breast for the virgin caresses, his horns for her to wind with chains of flowers until the princess dared to mount his back. Okay, bla 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 bla. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ups. E sollten wir drücken. Hier liegt noch was. The goodness Europa was given Talos. Talos, a machine man made of a bronze, was made to protect the heroes. Ich kann es nicht ganz. Ah, the shores of her kingdom. I suppose there is nothing new under the sun. I know you are reading this, Tom. She's not yours to protect. She's ours. Okay, das verstehe ich nicht ganz. Das verstehe ich echt nicht ganz. Reden die von mir? Also von Ava? Ein Bild fehlt. Don't scan the glasses. Don't lean on the glasses. Okay. Da fehlt ein Bild. Ein Bild fehlt. Okay. Witzig. Interessant. Und jetzt gehen wir wieder. Schön. Und weiter geht's.
Aha, Tom redet nicht mehr. Auch gut. Gucken wir mal schnell da hoch. Okay, wir brauchen zwei Orbs, um das zu lösen. Stellen wir dich mal kurz da drauf. So, weiter geht's. Was macht das? Aha. Oh. Ah, soll mir helfen, mich umzusehen. Ich könnte Eva jetzt einsperren. Lol. Bringt mir aber nichts. Aber ich bräuchte noch ein zweites. Und wo kriege ich das her? Hierher. Allerdings bedeutet das. Ja, was bedeutet das? Ich muss das hier irgendwie rauskriegen. Denn die Tür hier würde zufallen. Die Tür würde zufallen. Ist so. Nee, geht nicht. Und sie kann das jetzt auch nicht hier rausnehmen. Doch. Das geht jetzt? Vorher ging es nicht. Okay. Okay, gut. Na, dann war das ja gar nicht so schwer. I can't stay here to die, Tom. It is your duty. You must stay. It is the right thing to do. There's so much I haven't seen, so much I haven't done. I can't live my life in this facility. There, there. It will be all right. Ja, klar, für dich. Du bist ja unsterblich, du Idiot. Wow, wenn man merkt, dass sein Leben vorbei ist, so früh, vor allem wenn man es weiß, es ist so schlimm. Es muss so schlimm sein. Aber wer weiß, was noch passieren wird? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Weil im Prinzip kann er das nicht machen. Das geht nicht. Ach was. Aber im Endeffekt brauche ich das ja gar nicht. Und schon bin ich oben. Und komme nicht weiter. Das ist ein Traum. Na, also es ist schon schön. Toll, rüber komme ich nicht. Ich habe keinen Orb. Okay. Ist hier unten denn etwas? Wow. Nee, ist es nicht. Kann man dich irgendwo reinmachen? Hier drüben vielleicht? Aha, wir können dich rausnehmen. Das ist ja auch interessant. Ah. Ja, dann haben wir das Rätsel ja schon gelöst praktisch. Dann nehmen wir dich mit. Hallo? So, dann haben wir es ja praktisch schon gelöst. Fast. Ne? Ist ja so. So, ja, das geht dann relativ fix. Zack, dann kann Tom uns da steuern. Zack, wieder zurück. Und wir sind durch. I do not want anyone here to die.
But I cannot let anyone leave. If it comes to it, I am permitted to use lethal force. Okay. Das ist etwas gruselig jetzt. Er ist dazu befugt, tödliche Gewalt anzuwenden. Das gefällt mir gar nicht. Aber gar nicht. Hallo? So. Ah. Okay. Probieren wir das mal so. Ja, du kannst das ja da wegnehmen. Wird perfekt. So, zurück zu dir, Ava. Ah, das ist richtig genial. Aber warum funktioniert das nicht? Ah, nee. Oh, toll. Toll, 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 toll. Das verstehe ich gerade nicht so. Da fehlt ein Orb. Er fehlt? Ist der hier? Ja, der ist da. Nee, sie kann den da nicht reinmachen. Ah, ich habe eine Idee, okay. Jetzt müssen wir mit einem Orb schaffen. Ich gehe hier rüber, gehe zu ihr. Sie gibt ihn mir. Ich muss mich vielleicht umdrehen. Perfekt, jetzt kann ich nämlich den da reinschießen, zurück zu ihr wechseln, sie kann hier weitergehen und das Level fast beenden. So, ich hole mir den Orb wieder ab, vielen Dank. Und rein damit. Ja, fast. Okay, wohl doch nicht so ganz. So, zurück zu ihr. Zurück zu dir. Zurück zu ihr. Hui. Do you really trust the ground team to act rationally? Personally, I would not place my faith in hysterical people motivated by survival. They are likely untrustworthy. I spent years training with these people. I don't remember them being hysterical. Humans are fickle. Do you trust eyewitnesses' accounts? Over CCTV evidence. It's a bit different when the CCTV camera can talk, especially when the CCTV camera has a manipulative track record. Mm-hmm. Wie kriege ich dich da runter? Aber sie hat schon recht. Sie vertraut den Menschen eher, als dass sie ihm vertraut. Und das ist auch meine Einschätzung. Oha. Das ist ja interessant. Warum ist sowas hier, frage ich mich. Ganz im Ernst, das könnte tatsächlich etwas sein, was als Lethal Weapon verwendet wird. What if I have to do something drastic to intervene? To stop the ground crew leaving this place? I'd encourage you to stay your hand. Surely I should use my power to protect those who cannot protect themselves. Ja, das solltest du, mein Lieber. Okay, vielleicht schaffen wir es, darüber zu springen.
Nein, nicht ganz. Okay. Schade, aber... Wir können das ja machen. So. Und jetzt... Hallo? Ah. Bringt uns nichts. Ja, würde ich auch so sagen. Hm. Ah, wir können ja jetzt den da runter schicken. Da drauf stehen. Und dafür den Kubus holen. Und darüber gehen. Wie kriegen wir den darüber? Das ist jetzt komisch. So, mal schauen, ob das funktioniert. Wir haben hier gar nichts, was das Teil öffnet. Okay. Hm. Dafür müssen wir also den Strom abstellen. Ah. I see your point, Mister. Wir müssen da wahrscheinlich eh gleich wieder runter den Würfel holen. Das ist mir bewusst. Vielleicht machen wir das direkt gleich. Ich denke mal, es ist dafür zuständig. Der soll da hinten rein. Hallo? So. Dann können wir auch direkt wieder hier mit Tom. Zack, drauf, wieder zurück. Dann hier durch, den Würfel einsammeln. Tom? Ah, hier. Das bringt uns nur nichts. Hm. Das bringt uns genauso wenig. Das bringt uns auch nichts. Hm. Das ist sehr komisch. Okay, jetzt bin ich etwas überfordert. Was heißt überfordert? Es ergibt keinen Sinn für mich. Hm. Okay. Nee, ich muss den Würfel hier nicht benutzen. Das heißt, ich kann ihn eigentlich tatsächlich... da unten lassen. Aber was bringt mir das denn? Was bringt's mir? Kann der sich bewegen? Hat der Schienen? Nee, hat er nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist den hier rüber und versuchen, das damit hoch und runter zu schieben. Hm. Okay. Das heißt aber, ich muss hier wieder raus. Das funktioniert aber nicht. Okay. Das ist jetzt merkwürdig. Weil ich kann leider das hier nicht verschieben. Was ist denn diese Kante, die da oben ist? Ganz merkwürdig. Okay. Was kann ich denn tun hier? Okay, zuerst geht Tom mal wieder hier runter. Ja, würde ich sagen.
Dann können wir nämlich da oben wieder rausgehen. Können den Kubus da draufstellen. Dann kann er hier hochfahren. Und das regeln. Ja, natürlich. Das heißt, wir haben die ganze Zeit eigentlich... Wir wurden da in die Irre geführt. So, so. Du Dreckspatz, du. Ah, wir haben jetzt nur ein Problem. Und das ist der Würfel. Er muss ihn kurz wegschieben. Damit Ava da durch kann. Und jetzt muss er ihn wieder draufschieben. Ah. Okay, probieren wir das mal. Jetzt darf er nur nicht in die Ecke. Ah, fuck. Zu viel. Und ja. Gut gemacht. Okay. So, jetzt sind wir hier. Gehen zurück zu ihm. Alles klar, wir gehen hoch und rüber. Zack, zurück zu Ava. Hier drauf. Zurück zu ihm. Und er kann uns hochfahren. Hallo? Und zurück. Und wir sind draußen. This is the largest extraction platform outside of Earth. The ground team assisted its construction. We ran some Filbert probes to the ocean under Europa, but they lacked the scale of the large space drill. The drill allowed the team to get thousands of samples. Okay, interessant. Aber bevor wir uns das anschauen, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge auf morgen. Bis Wiedersehen. Ciao, euer Sonki.